diesem Video möchte ich Ihnen die Klassifizierungsmethode beste Übereinstimmung näher vorstellen und für was diese Funktion beispielsweise verwendet werden kann. Dazu erstellen wir zuerst eine neue Klassifikation. Ich benenne diese Qualitätssicherung von Wänden. Als nächstes wähle ich im Filter die Wände aus und die Klassifikation soll so funktionieren, dass tragende Wände überprüft werden, ob sie aus einem bestimmten Material bestehen oder ob sie einem bestimmten Typen entsprechen. Den Filter erweitere ich nun deshalb und gehe auf die Eigenschaftensätze, selektiere das Load Bearing und als Funktion nehme ich gleich wahr. Somit haben wir im Filter schon mal festgelegt, dass wir uns nur auf die tragenden Wände beziehen möchten. Als nächstes gehe ich in die Klassifizierungsregeln und erstelle eine neue Zeile. Für die Klassifizierungsregeln benötige ich die Spalte Typ und eine Spalte für das Material. Selektiere eine Wand, von der ich weiß, dass sie korrekt moderiert worden ist, gebe im Informationsfenster auf das Material und ziehe dies mit der gedrückten linken Maustaste in die Klassifikationseinstellungen. Nun lege ich in den Klassifikationseinstellungen fest, dass wenn weder ein Typ noch ein Material definiert worden ist, dies der Qualitätsstufe C entsprechen soll. Ich füge eine weitere Zeile hinzu und sage, wenn der Typ Stahlbeton beinhaltet, dann soll das Bauteil als Qualitätsstufe B gelten, da eine zusätzliche Eigenschaft definiert worden ist. Dasselbe wiederhole ich mit dem Material und lösche die Eigenschaft Stahlbeton aus den Typen heraus. Mit diesen zwei Zeilen wird sichergestellt, dass entweder im Typ oder im Material Stahlbeton vorhanden sein muss. Sobald dies der Fall ist, wird es als Qualitätsstufe B klassifiziert. Und jetzt erstellen wir noch die höchste Qualitätsstufe mit einer neuen Zeile, füge ich beide Werte hier ein und sage, der Klassifikationsname ist die Qualitätsstufe A. Diese Klassifikationseinstellung bestätige ich nun mit OK. Die Klassifikation öffne ich und wir sehen, dass wir nur eine Qualitätsstufe C haben. Dies hat mit der Klassifikationsmethodik zu tun. Ich öffne nochmal die Einstellungen für die Klassifikationen und selektiere hier nun nicht die erste Übereinstimmung, sondern die Option Beste Übereinstimmung. Nun wird Solibri sämtliche Zeilen berücksichtigen und wo am meisten Werte definiert worden sind, anhand dieser Eigenschaften wird das Bauteil der Klassifikation zugewiesen. Sind also beide Eigenschaften definiert, werden sie der Qualitätsstufe A zugewiesen. Ist nur eines der beiden Eigenschaften definiert, werden sie der Qualitätsstufe B zugewiesen und ist gar keines dieser beiden Eigenschaften ausgefüllt, so wird der Klassifikationsstufe C zugewiesen. Damit man das auch optisch sauber unterscheiden kann, wechsle ich in die Einstellungen und hier habe ich bereits unseren Klassifikationsnamen. Für das A vergebe ich beispielsweise die Farbe Grün, für das B vergebe ich die Farbe Gelb und für das C vergebe ich die Farbe Rot. Dann bestätige ich mit OK. Und nun habe ich eine Klassifikation aufgebaut, mit der ich optisch überprüfen kann, welche Wände welche Qualitätsstufe erfüllen. Das wäre eine Möglichkeit, wie Sie die Klassifizierungsmethode beste Übereinstimmung für Ihr Projekt verwenden könnten. Musik